Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pioneers Map im LS22. Ich bin gerade auf dem Weg zum Shop, um unsere neue Ballenpresse zu kaufen, dass wir die Strohschwade von dem Hirsefeld irgendwie in Ballen kriegen. Und vielleicht verkaufen wir die Ballen auch dann direkt, dass wir wieder ein bisschen an Geld rankommen. Weil wenn wir die ganze Kohle mit Eva verballern, dann sieht es schlecht aus. Deswegen würde ich sagen, machen wir gleich so, dass wir da immer mit einem guten Schnitt rauskommen aus den ganzen Geschichten. So, dann gucken wir mal. Eine Ballenpresse. Wir hatten gesagt, wir wollen die New Holland haben, richtig? Die waren nämlich von der Leistungsanforderung ultra niedrig. Also so wie sie hier steht, kostet 5000. Das geht voll klar, oder? Guck mal, sobald wir hier... Warte mal, Reifen. Andere Felgen. Es kostet 7500. Standard-ET kann man nehmen. Warum kosten die jetzt 10.000 mehr? Nur wegen Aufkleber? Dann nehmen wir die alten. Wollen wir eine lange Rutsche nehmen? Oder wollen wir eine kurze Rutsche nehmen? Wir nehmen die kurze Rutsche. Dann fallen die auf den Boden. Und dann können wir sie einsammeln, oder? Die kostet 5.000. Billiger Lobby kriegen wir das nicht. Und die macht 120er Ballen. Ich habe mal geguckt, den Anhänger, den wir haben. Da können wir mal direkt nachschauen. Anhänger, da, guck mal, der nimmt hier, steht das, Quaderballen auch 120er. Also wir könnten das theoretisch, wenn wir das in der Werkstatt nochmal umbauen, sogar mit dem Anhänger einsammeln. Oh, shake it, shake it. Wup, wup, wup. Der hat Bock, so. Ich hoffe, dass das klappt. Dann werden wir jetzt erstmal Ballen pressen. Wir müssen mit dem Ding erstmal zurückfahren. Also der Traktor ist nicht schnell. Ne? Der Weg nach Hause ist weiter. So. Also jetzt Zapfwelle, alle dran. Voll krass. Das ist ja genau das Gerät dafür. Denn los. Vorsicht, muss ich mal lang fahren. Mensch, Mädchen. Obacht, das ist ein Traktor. Ja. Sammelobjekte, da bin ich mir immer noch nicht sicher. Vielleicht suche ich mir die selber erstmal und dann suchen wir die zusammen, dass ich ungefähr weiß, wo die alle sind. Ist, glaube ich, besser, oder? So. Aber erstmal ab nach Hause. Wir können Ballenpresse. Wir haben eine Ballenpresse. Voll geil. Also gleich zum Anfang so ein Ding und vor allem mega günstig. Und HD-Ballen ist eigentlich was Feines. Ist eigentlich mal was anderes. Na? Zum Anfang denke ich mal voll okay. Nachher wird es dann wahrscheinlich anstrengend. Aber wir haben Autoload an sich auch gar nicht so schlimm. Und was ich mir überlegt habe, wir könnten ja vielleicht wirklich schon mal die erste Fuhre Eisenerz in die Eisenschmelze fahren, dass wir da erstmal Eisen vorproduzieren. Oder? Das ist da an sich ja keine so schlechte Idee. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns den LKW mit Anhänger und hauen da erstmal Eisenerz rauf. In der Hoffnung, dass der das auch fahren kann. Der würde ich vielleicht da noch vor dem Ballenpressen machen. Oder wollen wir das danach? Wobei, wir haben alle Zeit der Welt. Wir sind hier im Dschungel. Was soll hier passieren? Wir haben, ne, gar keinen Stress. Ja, bis wir die ersten Bäume gefällt haben und die im Sägewerk dann alle verarbeitet wurden. Ja, mein Gott. Das dauert dann halt so lange, wie dauert. Wenn wir die Produktion so umstellen, dass wir auf Verteilen und auf direkt Verkaufen drücken, dann können die sowieso erst nach und nach ihre Produkte produzieren, wenn alles andere da ist, was wir noch so herstellen. Ne, wenn lange Bretter und Eisen, vorher können wir keine Fässer machen und... Ne, ihr wisst schon. So, wir sind da. Es geht los. So, wir klappen die mal auseinander hier. Ich weiß es gerade gar nicht. Habe ich hier auch die Pickup verbreitert? Kann durchaus möglich sein. Das werden wir gleich rausfinden. Warte mal, wir fahren mal mit dem Schwatt hier vorne an. So, also die Beinpresse, die kann auch ganz schnell teuer werden. Ne? Wenn du einen mit den Krempel da anbaust, dann wird der rucki zucki teuer. Oh Gott, guck mal bei den kleinen Schwaden hier. Ja, mal gucken, wie viele Ballen da überhaupt rauskommen.
Ja, wobei, doch, guck mal hier, die Pickup. Oh, doch, die Pickup habe ich verbreitert. Eieiei, die ist ja ein schön toll breit hier vorne. Guck mal. Blub, der nimmt ordentlich was weg. Okay, funktioniert aber dafür umso besser. Dann bleibt wenigstens nicht liegen. Kann ja auch nicht schaden, oder? Ich bin gerade sehr erstaunt über den Wendradius. Das ist sehr, sehr angenehm. Also, ne, das ist nicht so ein Stocksteif für die Spannen, sondern man kann hier schön um die Kurven fahren. Okay, pass auf, dann fahren wir hier mittig. Dann müsste eigentlich alles mitnehmen. Jawohl. Das ist cool. Oh, da hat er was liegen lassen. Da auch. So. So. Oh, das ist aber wirklich breit. Mir sollte recht sein, sei ganz ehrlich. So, der erste Ballen ist zur Welt gekommen. Okay, Rechtskurven sind ein bisschen steifer, links geht besser. So, dann gucken wir mal, wie der hier das alles so aufnimmt. Wenn wir hier in der Mitte fahren, nimmt der beide mit einmal. Ich weiß, es ist nicht richtig, aber was willst du machen? Willst du hier wirklich jedes Schwert einzeln abfahren? Ich glaube, ihr habt das, oh, wo wir auf dem Kleeland waren, da habe ich, glaube ich, alle HD-Ballenpressen. Da habe ich die Schwade, also die Pickup, den Arbeitsbereich leicht erweitert. Und ich glaube, die haben auch alle dieselben Werte bekommen. Bei der hier hatte die klappt anscheinend. Das war nämlich übelst anstrengend, wenn die dicken Strohschwade gekommen sind. Dann ist da mal links und rechts so viel liegen geblieben. Und wenn die Dröscher sich dann ausgekotzt haben beim Wenden und so, fand ich immer nicht so geil. Aber das funktioniert doch, ist doch okay, oder? Also ich denke mal, also ich kann mit umgehen. Wenn ihr nicht damit umgehen könnt, dann müsst ihr mal kurz die Augen zumachen. Ja, ich weiß, es ist vollkommen andere Realität vorbei. Aber guck mal, wir können auch so fahren. Wir können jedes Schwert einzeln fahren, das ist ja kein Thema. Aber ich wollte ein bisschen Zeitersparnis schaffen, wenn es geht, ja. Weil es ist doch an sich angenehmer, wenn wir einfach so reinfahren und die komplett aufgenommen werden. Ist zwar nicht richtig, aber komm, für den ersten Schnitt hier. Der geht uns ja nur um die Ballen. Und die Cup schon bald. Naja doch, ich würde die vielleicht bald mit der Hand alle einsammeln und auf einen LKW schmeißen, mit Anhänger zusammen. Das ist eine gute Idee. Dann können wir die Ballen gleich wegfahren, verkaufen. Und dann haben wir den LKW mit Anhänger ja schon in der Stadt. Und dann könnten wir nämlich direkt zum Bergwerk fahren und da eine Runde Eisenerz aufladen. Und dann fahren wir dann zur Eisenschmelze und wenn wir nach Hause kommen, dann haben wir ordentlich was gemacht. Das klingt doch noch einen guten Plan. So machen wir das. Dann müssen wir das hier nur alles vernünftig hinbekommen und dann läuft die Sache. Oh, na guck mal, das Feld kriegen wir doch sauber hier. Ist halt nur ein bisschen anstrengend mit der Hürse, weil hier halt ständig diese Unstrünke so hoch stehen. Da ist mit dem Schwatt erkennen manchmal nicht so einfach. So, und auf dem Weg zurück, wenn wir dann fertig sind mit der ganzen ethanen Arbeit, die wir gerade besprochen haben, können wir vielleicht noch einen Düngerstreuer mitnehmen oder so. Dass wir hier die Felder nochmal ordentlich bestellen können. Wobei, warte mal, wir sollten. Ah, wobei, Feldarbeit wird so schnell nicht mehr aufkommen. Denn ich würde viel lieber erstmal hier den Wald wegmachen, dass wir gleich ein größeres Feld machen können, dass sich das lohnt. Wisst ihr, wie ich mein? Wenn wir Glück haben, haben wir vielleicht auch bald irgendwann einen größeren Dröscher. Dann sind die Schwade auch nicht so eng. Weil der Dröscher, der haut immer Stroh raus. Immer. Und ich hab mal geguckt, der kann sehr Sonnenblumen und Mais dröschen. Steht da drinne, weil das Schneidwerk kannst du nicht abbauen. Das ist fest mit dem Dröscher verbunden. Du kannst ihn nicht einzeln kaufen. Du kaufst, wenn dann, immer beide zusammen, direkt mit einmal. Es ist ein Fahrzeug. Und da steht drin, dass das Ding auch Sonnenblumen und Mais kann. Also an sich voll das geile Gerät. Hat halt nur gar keine Arbeitsbreite. Aber naja. Und würde mich noch zu breit schlagen lassen würde, wäre ein großer Kuhstall, wo wir hier mal so exotische Kühe drin haben.
Da würde ich vielleicht mit euch mal kurz zum Viehhandel springen und gucken, ob das hier auch wie im 19er und so noch diese. Hießen die Brahma oder so? Haben wir das Stroh hier weg? Jawohl. Sehr schön. Wenn, dann machen wir das ordentlich, ne? Der innere Monk, der ist halt trotzdem da. Wenn es geht, bitte keinen Ballen irgendwo liegen lassen. Gerade hier im Gras ist echt gefährlich. Da habe ich immer Talente für sowas zu übersehen. So, dann werden wir mal hier drüben wieder anfangen. Ich weiß, es ist nicht das, was ich euch vorgestellt habe, ne? Mit diesem Doppelschwatt hier. Apropos Schwatt, wir hätten das auch vorher schwadern können. Das wäre deutlich angenehmer gewesen. Dann wären auch die Ballen nicht so doll verteilt. Das könnten wir für das nächste Mal vielleicht einen Angriff nehmen, weil dann ist egal, was der Drescher für Strohschwade hier hinterlässt, wenn wir dann schwadern und dann rüberpressen. Na, dann ist es auch effektiver, denke ich mal. So, genau, den Futzel hier wollte ich noch haben. Alle hopp. Na bitte, dann haben wir das ja gleich. Das war ja einfach. Und da sind so ja ein paar Ballen zusammengekommen. Können wir dann in der Statistik gleich mal gucken, wie viele. Ja, wobei Hirse hier. Ah, cool ist. Also so hübsch ist das Feld nicht immer, ne? Ah ja. So, ich hoffe, ich habe jetzt nicht schniegen lassen, aber ich denke nicht. Wenn nicht, wir kommen nochmal zurück. Ein Schwart haben wir ja noch. So, also wäre die Pickup jetzt nicht so breit, dann werden wir natürlich jedes Schwart einzeln fahren, ist ja klar. Aber wenn es so schnell geht, warum denn nicht? Oder seid mal ehrlich, ist das jetzt nicht so schlimm? Ja, ich spiele halt auch gerne etwas realistisch. Aber in manchen Sachen ist es nicht schlimm, wenn es nicht ganz doll realistisch ist. Also ihr wisst schon, was ich meine. Okay, da kommt dann mal ins raus und dann haben wir noch ihn angefangen in der Presse. Der spuckt. Warte mal, spuckt er die jetzt so aus oder nicht? Können wir die rausnehmen? Also die liegen ja hier für Rutsche. Das gibt er uns. Und das können wir. Ah, cool, das können wir rausziehen. Danke! Sehr cool. Abfahrt. So, was wir nur gar nicht haben, ist ein Kercher oder sowas, ne? Gut, dann bleibt der Traktor erstmal dreckig. Wir müssen ja nicht alles mit einmal kaufen, ist nämlich teuer. Und ich glaube, dafür ist die Halle hier hinten praktisch. So eine Ballenpresse, die kann man, glaube ich, hier hinten voll gut reinparken. Man müsste nur um die Kurve in das Tor hier reinkommen, dann ist alles okay. Wir sind schon dicht an der Wand. Kommen wir nochmal einen Meter weg da. So, na bitte. Das ist doch super. Aber da würde ich jetzt trotzdem sagen, dass wir die alle mit der Hand einsammeln und auf den LKW und auf den Anhänger werfen. Weil so viel könnte nicht sein eigentlich. So, wir gucken nach. Wir gucken hier nach. 37. Oh, da kriegen wir hin. So, dann kommen. Abmarsch. Jetzt werden Ballen eingesammelt. Und wir nehmen den Anhänger mit, weil wir wollen dann natürlich danach noch eine Runde Eisenerz fahren. Jetzt die Befürchtung, dass wir hier an jeden Dings anhalten müssen. So. Lagen hier im Gras nochmal welche? Wir müssen ein bisschen von oben gucken, dann kriegen wir sie alle weg, denke ich mal. So. Die erkennst du hier drin ja nicht, ne? Das ist so die Krux an der Hürse.
sind die Ballen oft einfach voll versteckt. So, hier waren zwei. Ich weiß, Ballen-Autoload wäre cooler, aber lass sie doch mit der Hand einsammeln. Das sind so eine kleinen Dinger, die sind ja extra für die Hand hier. Dann brauchen wir nämlich jetzt nicht extra den Anhänger nochmal umbauen. Würde wahrscheinlich sogar Geld kosten. Ja, und jeder Geizpickel weiß, Geld behält man und gibt man nicht aus. So. Gerade für sowas. Wenn doch anders geht, warum denn Geld ausgeben? Ja? Na los, steig ein. Dann machen wir es so. Das wird mühselig, das zeige ich euch jetzt schon. Ja, ist eine ganz schöne Fummelei. Am besten wird einfach nebenher laufen oder so. So war das im Multiplayer, glaube ich, wieder sehr cool. Da war der Radar, genau. Den brauchen wir gleich auch noch. So, dann haben wir hier noch vier, die nehmen wir mit. Das ist halt der Blöde, wenn Superkraft aktiviert ist. Dauerhaft. Dann steigt er manchmal nicht so gerne in Fahrzeuge ein. Das ist echt doof. Und wenn du dann direkt daneben stehst und auf Einsteigen drückst, also Controllersteuerung auf jeden Fall, da ist Einsteigen die gleiche Taste wie Zugreifen. Und das ist doof. Ja, und dann passieren oftmals so Dinge. Wobei, nee. Ich habe gelogen. Falsche Taste. Aber ich habe schon oft genug geschafft, dass ich dann wirklich die falsche Taste auch drücke. Und dann flog halt ganz oft schon das Auto durch die Map. Ist nicht so cool. Weil mit Superkraft, ne, da fliegt halt alles. Bleibst du da an Bord? Ja. Und hier lacht er ohne eins. Genau, und da. Ah, ist schon cool. So. Ist halt wie früher, ne? Stroh lesen. Okay, wenn wir das festmachen, können wir eigentlich oben drauf packen, oder? Weil die, die fest sind, sind dann quasi wie eine Bande für die anderen, die dazukommen. Warte mal, da müssen wir drehen. Jetzt fangen wir schon an zu puzzeln, obwohl der ganze Anhänger so noch leer. Wird schon fleißig gehupt, wir sollen uns beeilen. Guck mal, die Beifahrerseite, da ist noch richtig Platz nach oben. Und guck mal, die schwobeln schon rum, die Dinger hier. Jetzt will er wieder nicht einsteigen, siehst du? So. Da vorne sind nochmal drei. Ja, da kriegen wir hin. Okay, da liegen noch viele. Okay. Dann machen wir das erste Mal und dann ist Feierabend. Ne? Dann werden wir uns nachher wirklich irgendwas anderes suchen zum Einsammeln. Und vielleicht bauen wir dann den Anhänger doch um für Autoload oder so. Mal sehen. Weil das ist ja, ne? Hier kannst du aber lange beschäftigt sein mit. Haben wir jetzt irgendwas vergessen? Da liegt nur eins. Oh, was cool, wie viel auf dem LKW ruf. Da siehst du? Schon wieder. Da hat er jetzt weggedrückt. Hm. Und das ist ja echt drei. Ach, ernsthaft jetzt? Mann. Ich weiß, man kann die HD-Ballen noch einfach greifen ohne Superkraft, aber mit Superkraft ist die Greifentfernung eine höhere. Das heißt, man kann weiter wegstehen und dann kannst du die auch viel besser irgendwo hochpacken. Ja, du musst nicht direkt davor stehen, dass er die greifen kann, sondern der macht das auch so. Und das ist echt angenehm. So, zack. Vorne noch eins. Und wir nehmen das hier noch mit. So, bei Fahrerseite hier liegen noch welche, genau. Richtig schön bescheiden beladen, oder? Seid mal ehrlich. So richtig so, wie man das halt nicht macht. Okay, lag hier noch eins. Lauf vor den Füßen. Wir nehmen das noch. Würde ich hier noch aufgeworfen? Ja.
So, ich glaube, der LKW ist voll. Ich mache den Anhänger noch voll, Leute, und dann fahren wir weg. So, das letzte. Ich denke mal, mit ordentlich Stapeln werdet ihr vielleicht doch alles auf den LKW rufen. Aber jetzt haben wir hier alle weg, so wie es aussieht. Das sieht sehr gut und sauber aus. Dann Spanngurte an den Anhänger. Guck mal, wie cool der Anhänger die Gurte macht. Schön, ne? Vorne, hinten, rüber, wie so ein Netz. Und da würde ich sagen, Abfahrt zum Ballenverkauf. Mal gucken, was wir dafür kriegen. Das sind jetzt 25.900 Liter Stroh. Schon okay. Ne, der Strohverkaufspreis wird jetzt wahrscheinlich nicht megamäßig hoch sein. Aber das ist mir eigentlich egal. Hauptsache, wir kommen wieder ein bisschen an Kohle ran. Also wir werden damit wahrscheinlich die Ballenpresse nicht refinanziert bekommen. Aber mal gucken. Sehr leise hier drin, ne? Also das ganze Holz, guck mal hier oben, ist alles sehr gut gedämmt, ne? Eine wunderschöne Karosse. Ich finde den LKW mega cool. Die erste Ladung Stroh. Und obwohl wir einen Autoload-Anhänger haben, jo, dafür haben wir die Ballen relativ unkonventionell gepresst. Ja, mit einer extrem breiten Pickup. Aber da ihr jetzt weiß, könnte man theoretisch einen Schwader kaufen. Und dann könnte man die Schwade schön zusammenraffen und dann wäre alles wieder okay. Na, das ist ja kein Problem. Wir müssten vielleicht nur mal schauen, wie viel Leistung hat denn eigentlich der Lanz, der Bulldog. So, dann gucken wir mal. Jetzt bin ich nämlich gespannt, wo waren die, der Bällebart? Hallo, bin der Strohmann, komm jetzt öfter an. Aber ich finde das voll urisch, so optisch voll geil, wenn jetzt der Anhänger noch so richtig holzbeplankt wäre und nicht so glatt von der Textur, wäre noch passender. Da hinten war der Ballenverkauf, okay. Dann schleichen wir uns mal dahin. Mal gucken, wie viel Kohle das bringt. Okay, dann müssen wir so abladen. Ist alle raus. Hättet ihr aber mehr Kohle, als ich dachte. Na komm, da gucken wir mal. In den Finanzen. Wir haben Ballen. 1800, ja, ist okay. So, da konntet ihr gerade sehen. Ich habe mit der ganzen Kohle. Warte mal. Fahren wir richtig, fahren wir falsch? Das weiß ich nicht. Wir müssen da lang. Mit dem Geld ein bisschen doll rumhantiert, um die ganzen Produktionen zu kaufen und so. Wegen Startkapital und Land und hier und da und Sägewerk und hast du nicht gesehen und Deko und Fahrzeuge, ne? Da musste gerade zum Anfang immer doch ein bisschen Geld in der Hand nehmen, aber das geht. So, wir biegen hier ab. Ab nach dem Bergwerk und dann holen wir uns nochmal eine Schippe Eisenerz und ich hoffe, dass der Radlader das mit der Schaufel überhaupt bewerkstelligt kriegt. Ja, wie fahren wir denn hier ran? Also vom Wenderadius passt ja schon mal. So, Radlader, komm mal her. Abmarsch, so wir machen Rundumleuchte an, weil jetzt ist hier Action. Hä, krass, wenn wir da drunter stehen, ist der voll? Warte mal. Ne, der funktioniert nicht, ne? Ne.
Oha. Oha, die ist doll voll. Vielleicht ist die Schaufel ein bisschen groß. Kann das sein? Wenn wir uns nicht bewegen, dann geht's. Nee, da fällt er schon wieder runter. Eieiei. Müssen wir schnell machen. So. Mal gucken, ob das funktioniert, wie ich bitte denke. Wenn wir die Schaufel nicht ganz voll machen, dann ist es auch angenehmer und besser, oder? Okay, der LKW ist voll. Oh, und hat ein kaputtes Dach. Ich will die Schaufel nochmal voll haben, komm. Der ist ein bisschen doll leicht hinten rum. Vielleicht brauchen wir da nochmal einen anderen Radlader, weil die Schaufel, die ist eigentlich groß genug, möchte ich sagen. Ah. Nee, wir dürfen dabei nicht rollen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt. Muss man den Schwung richtig ausnutzen, dann geht es. Okay, dann ist die Schaufel doch ein bisschen groß. Na komm, dann machen wir sie nur halb voll. Dann dürfte er damit eigentlich locker arbeiten können. Ja, guck mal, ganz anders. Dauert aber länger, bis der Anhänger voll ist, ne? Okay. Kriegen wir den ganzen Haufen hier weg. Ich weiß ja nicht, wie schnell generiert denn das Bergwerk hier Eisenerze. Dauert ja auch mal eine ganze Weile. Nicht, dass wir hier irgendwann einen riesen Scheiterhaufen vorfinden. Aber guck mal, jetzt hier drei Viertel voll, geht hoch. Dann ist die Schaufel vielleicht doch ja nicht zu groß. Okay, das, was hier liegt, nehmen wir noch weg. Dann können wir da die Produktion schon mal anstarten. Wenn wir jetzt hier unterstehen. Wird das dann mehr? Oder muss das auf den Boden fallen? Nee, glaube nicht. Okay, na, das war eine schnelle Nummer. Sehr, sehr schön. Jetzt nicht daneben gekippt. Das war mir gerade sehr wichtig. Gut, dann fahren wir den Onkel hier wieder beiseite. Dann müssen wir vielleicht nochmal gucken. Weil, nö, jetzt können wir durchfahren hier. Also fast 9 Tonnen. Mal gucken, ob er damit klarkommt. Wenn wir den hier einfach unterstellen, wird dann mehr. Warte mal, ich warte mal einfach kurz ein bisschen. 8, 9, 52. Nö, sieht nicht so aus. Okay, dann fahren wir los. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der LKW mit dem Anhänger dem Gewicht fährt. Na, Bambi? Nee, nee, nicht einsteigen. Du bleibst mir hier im Wald. Schön. Er fährt gut. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Also wenn er immer hochschaltet, dann läuft es.
Ich mag die Straße mit die kleinen Löcher, dass er die nicht so eben glatt gebügelt ist, sondern so ein bisschen holperig. Ich meine, ist schon ganz schön doll holperig. Vorhin, wo wir da die Runde gemacht haben, da habe ich mit dem Pickup gedacht, wir fliegen raus aus der Karre. So, jetzt geht's um das Abladen. Pass mal auf, da machen wir erstmal den Anhänger. Da sagen wir ihm doch bitte linke Seite. Hat er so ja schon, perfekt. Da können wir den LKW hier auch entladen. Wie groß ist denn der Trigger hier? Ja, geht. So, dann raus damit und ab die Rutsche. Dann läuft es schon mal. So, und den hinterher. Und ganz ehrlich, Leute, ich dachte zum Anfang immer, oh Mann, wir spielten mit sowas. Aber, ich muss dir ehrlich sagen, hier irgendwie passt mir das ganz gut. Na, wenn der Radius ist knapp, aber geht. Okay. Na, dann fahren wir zurück zum Shop. Dann würde ich sagen, kaufen wir uns da einen Düngerstreuer oder sowas. Mal gucken, ob wir da was preisgünstiges finden. Dann müssten wir die Produktion schon mal anschmeißen für Eisen. Nicht, dass der einfach sagt, ja, ja, wir behalten das, ich stelle das hier hin. Dann müssten wir das wegfahren. Wäre eigentlich auch cool. Dicke Eisenrollen hier. So, wir halten hier mal an. Dann nehmen wir ein Menü und gucken mal nach der Produktion. Metall. Verteilen. Wollen wir die Produktion schon mal starten? Da sind jetzt... Ja, warum nicht? Verteilen, ne? Das müsste ja eigentlich... Die wollen Metall haben und die auch. Die nicht. Dann müsste das eigentlich normalerweise in die Fassfabrik und in die Möbelfabrik verteilen. Und guck mal, die wollen nämlich Bretter und lange Bretter. Und die wollen nur lange Bretter. Und das Sägewerk macht... Oh, dann habe ich das doch gekauft. Kann das sein? Dann habe ich es doch gekauft. Das macht nämlich nur Bretter. Ja, und Hackschnitzel. Warte mal, die machen wir mal direkt auf Verkaufen. Und die Bretter können wir auf Verteilen machen. So, und hier können wir die... Wo verteilen? Hackschnitzel bitte direkt verkaufen. Lange Bretter verteilen. Teilen. Ach, warte mal, wir können für alles eine Produktion starten, richtig, ne? Genau. Na, dann machen wir später. Okay, also wir produzieren erstmal Metall. Das ist schon mal okay. Dann schauen wir jetzt mal nach einem Düngerstreuer. Ist hier heute im Angebot? Nö. Mhm, was ist das denn? Boah, der ist schon immer hier. Keine Ahnung. So, der hat eine Arbeitsbreite von 18 Meter, braucht 40 PS, kostet 5000. Ne, Warntafeln und Lampen brauchen wir nicht. Der kostet 5, den nehmen wir. Ist gekauft. Steht da rum, nehmen wir mit. Packen wir ein. Sehr, sehr cool. Na siehst du, da haben wir schon mal einen Düngerstreuer. Ist bald ein bisschen zu modern für die Lanz, oder? Oh ja, wird schon gehen. So. Angegutet und das fahren wir nach Hause, Freunde. Beim nächsten Mal müssen wir gucken. Ja, eigentlich könnten wir ein paar Bäume weghacken. Ne, dass wir den Acker ein bisschen größer kriegen. Das klingt nach einem guten Plan. So machen wir das. Dann werden wir beim nächsten Mal ein paar Bäume niederlegen mit der Kettensäge. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid da wieder mit dabei. Bis dahin, macht den Quatsch und renni hauen.